Hallo, liebe Leute, wir haben heute noch ein letztes Thema. Wir kennen Bewegungsenergie, Wärmeenergie, alle mechanischen Energiearten. Die für uns wichtigste im Alltag kennen wir aber noch nicht, die elektrische Energie. Wenn wir im Alltag darüber sprechen, sprechen wir fast nur immer von elektrischer Energie. Weil die ein bisschen natürlich von anderen Größen abhängt, gucken wir uns mal genau an. Man kann da einen schönen Analogievergleich machen und damit starte ich mal. Ich betrachte mal einen elektrischen Stromkreis und einen Wasserkreis. Ja? Was haben die beiden Kreise gemeinsam? Hier pumpe ich praktisch die Elektronen, die sind negativ, vom Minuspol zum Pluspol. Dann kann ich einen Schalter schließen, ja, und dann kann ich über einen Verbraucher überhaupt zeigen, fließt Strom oder fließt keiner. So, ich vergleiche in dem Wasserstromkreislauf mal die Elektronen, die waren von einer Stromquelle wie eine Pumpe. Hier pumpt sie die Elektronen in diese Richtung, auf der anderen Seite saugt sie die an. Die Wasserpumpe hat hier einen Ansaugstutzen, saugt hier das Wasser an und bringt sie hier in diese Richtung. Jetzt könnt ihr schon überlegen, was das ist. Und das entspricht einem Schalter, das ist ein Ventil. Wenn das so steht, ist die Leitung dicht. Es kann das Wasser hier von oben nicht herunterlaufen. Ja? Ich mache das nach oben, denn ich pumpe das Wasser hier tatsächlich nach oben. Darum habe ich das mal im Stromkreis hier so gemacht. Ja? Im Stromkreis pumpt man natürlich nicht nach oben, man pumpt sie halt vom Minuspol weg zum Pluspol hin. Hier pumpe ich aber das Wasser, ich sauge es hier an, pumpe es wirklich hoch, sodass es von hier dann alleine zurückfließt. Ja, hier habe ich ein Wasserrad. Das würde einem anzeigen, wenn das Ventil, hier der Schalter geschlossen ist, läuft hier das Wasserrad. Mit ein paar Vergleichen kann ich sofort erahnen, ja, was denn eigentlich die Formel ist. Ich vergleiche nämlich die elektrische Ladung, ist das, was ich hier rüber pumpe. Hier pumpe ich eigentlich die Masse dieser Wasserteilchen nach oben. Und das kann man einfach mal mit der Gewichtskraft gleichsetzen. Hier arbeite ich praktisch, um die Ladungen darüber zu bringen. Hier arbeite ich gegen die Gewichtskraft der Wasserteilchen. Also setze ich das mal gleich. Die Ladung wird hier transportiert und hier werden die Wasserteilchen transportiert. Und jetzt muss man eigentlich nur noch so eine Vorstellung gewinnen. Was ist denn eigentlich eine Spannung? Ja? Eine Spannung ist sowas wie eine Höhendifferenz. Ich pumpe das Wasser hier nach oben und dadurch kann es runter. Ich erzeuge praktisch hier so eine Art Ladungs-, so eine Differenz oben. Wenn ich hochpumpe, oben habe ich dann, sofern des Ventiles, mehr Wasserteilchen als unten. Hier erzeuge ich praktisch durch das Pumpen kurzzeitig auch hier oben irgendwie so ein Gefälle, mehr Elektronen da, als da bei Pluspol in der Nähe sind. Und da kann man das nämlich gut vergleichen. Was würde einer höheren Spannung entsprechen, wenn das Wasser hier schneller runterfließt? Muss ich es höher pumpen. Das ist wie im Stromkreis, wenn ich eine höhere Spannung habe, fließt da auch der Strom schneller. Damit vergleichen wir einfach die Spannung mit der Höhe und jetzt ist das Ganze furchtbar einfach. Die Höhenenergie war Kraft mal Höhe, das heißt die Gewichtskraft der Wasserteilchen mal die Höhe und der Analogievergleich sagt uns, das muss dann hier Ladung mal Spannung sein. Wir haben zwar noch nicht gesprochen, in was man eine Ladung angibt. In Coulomb braucht man hier gar nicht zu wissen. Die fällt nämlich nachher irgendwie wieder raus, wenn wir uns überlegen, was eine Stromstärke eigentlich ist. Jetzt war mal konkreter. Was haben wir im elektrischen Fall? Ich hole nochmal die Formel der letzten Stunde her. Ladung mal Spannung. Die Spannung wäre jedem klar gewesen, dass die irgendwie was mit der elektrischen Energie zu tun hat. Ja, was ist eigentlich eine Ladung? Eine Ladung hat man immer, die ruht aber meistens im Stromkreis, wenn man keine Spannung anlegt. Was ist eine Stromstärke? Das ist irgendwie bewegte Ladung. Eine Stromstärke gibt an, wie viel Ladung pro Zeit, das kennen wir bei der Geschwindigkeit, da haben wir Strecke pro Zeit, hier gibt es an, wie viel Ladung pro Zeit durch einen Leiterabschnitt, den ich hier gekennzeichnet, fließt. Können wir die Formel mal auflösen nach Q, dann bringen wir nämlich das T mit mal rüber und das setzen wir hier ein. Q, wenn es richtig aufgelöst ist, ist I, die Stromstärke, mal der Zeit. Und wenn ich das hier ersetze und ich vertausche noch, das sind ja lauter Malrechnungen,
Ich stelle das U dann nach vorne hin, mache aus I mal T mal U, U mal I mal T, dann habe ich die Geschichte schon. Ja? Das ist die Formel für die elektrische Energie. Ja, fast wie wir es erwartet haben. Da spielt die Spannung, die Stromstärke, aber auch die Zeit eine Rolle. Das wissen wir alle. Je länger ein Gerät an der Steckdose hängt, desto mehr dreht sich unten der Stromzähler. Erst sobald ich den Stecker ziehe, ausschalte, habe ich keine Energie mehr verbraucht. Dann machen wir die Leistung, das ist auch ganz einfach. Das war die Energie pro Zeit. Und die Energie ist ja U mal I mal T. Ja, Potzblitz, da kann man richtig fett kürzen. Und jetzt haben wir es. Die Leistung einer Lampe ist immer angegeben. Ja? Da steht immer drauf die Wattzahl, nämlich, ja? Nicht die Joulezahl. Das kann man angeben immer. Und ich habe euch ja gesagt, wann brennt eine Lampe heller? Das hängt nicht von der Spannung und der Stromstärke alleine ab, sondern vom Produkt aus beiden. Das haben wir bei der Reihen- und der Parallelschaltung schon mal betrachtet. Kurz Zusammenfassung, vor allem noch die Einheiten. Die elektrische Energie ist U mal I mal T. Und wenn man das durch T teilt, weiß man auch die Leistung, die elektrische, Power, P im Englischen. H, die Einheiten. Wenn ihr, ist ganz einfach, wenn ihr Volt Ampere Sekunde einsetzt, ein Volt mal Ampere mal Sekunde ist, kommt man auf normal die Einheit Joule. Ein Volt Ampere ist die Einheit Watt. Ja? Also ihr müsst hier immer in Volt Ampere und Sekunden rechnen. Das haben wir schon gelernt. Machen wir mal ein Beispiel. Auf der Glühlampe befindet sich die Leistungsangabe 60 Watt. Man schließt eine 12 Volt Gleichspannung an und will jetzt wissen, wie groß ist der Widerstand von dieser Lampe. Zunächst mal müssen wir Folgendes machen. Wir haben eine Leistung gegeben und eine Spannung, also brauchen wir die Leistungsformel. Wir formen die mal um nach I, da müssen wir durch U teilen, P durch U. Das führt hier 60 Watt, das waren Voltampere, dann kürzen sich die Volt raus, 5 Ampere. Um den Widerstand zu kriegen, braucht man Rudi, R ist U durch I. Und der Zwischenschritt war jetzt nötig, um I zu berechnen. Und das gibt dann 2,4 Ohm. Wir können aus der Wattangabe und der Spannungsquelle, die wir anschließen, also ergibt sich auch der Widerstand. Schauen wir uns ein zweites Beispiel eines Wasserkochers. Da steht auch immer die Leistung drauf. Wir wollen mal den Energieverbrauch wissen, wenn man ihn 5 Minuten laufen lässt. Ganz einfach. P elektrisch ist die elektrische Energie pro Zeit. Lösen wir das auf, bringen das T mit mal rüber. Müssen wir nur die Wattzahl, Achtung, wir müssen in Sekunde rechnen. Haben wir vorhin gerade gesagt, 5 Minuten sind 300 Sekunden. Das gibt so viel Joule, oh, da geht ordentlich was weg. 660 Kilojoule. Ja, das war mal alles in der Kürze. Wenn es unklar ist, nicht verzagen, doch Schneichi fragen. Das war's dann mal wieder für heute. Tschüss.